Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch auf vielfachen Publikumswunsch hin, wie man Highway to Hell von AC/DC spielt. Ja, auf einer Stratocaster, weil meine Frau muss, habe ich Leute leider nicht dabei. Zu den Einstellungen, Fender Stratocaster. Ich spiele über einen Fender Bassbreaker 15 Zoll und habe hier mein OS2-Pedal von Boss als Verzerrung. Die gesamte Effektkette findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ich spiele es euch mal kurz an und dann geht's gleich los. So soll es am Ende ungefähr klingen. Ich nehme jetzt für die Erklärung mal die Zerre raus, damit ihr einfach die Akkorde besser hören könnt und besser abgleichen könnt mit eurem Sound zu Hause. Und was ihr an Akkorden braucht, ist relativ überschaubar. Ihr braucht zuerst mal ein ganz normales A-Dur. Und das kann man jetzt entweder mit, ganz normal mit A-Dur spielen oder was ich meistens mache, also mit den drei Fingern meine ich, oder was ich meistens mache, ich nehme so einen kleinen Barré, den ich über die D, G und B-Seite spiele. Einfach weil das ein bisschen schneller geht und so ein bisschen die lazy E-Gitarristen-Version ist. Dann braucht ihr ein D über Fis. Und das sieht folgendermaßen aus: Zeigefinger auf der tiefen E-Seite im zweiten Bund, Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund und den kleinen Finger auf der B-Seite im dritten. Das mit dem kleinen Finger hat auch eine Bewandtnis, das würde ich euch bei dem Song auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das so spielt. Als nächstes kommt nämlich ein G. Ach ja, bei dem D mit Fis im Bass, ganz wichtig, ist noch wichtig, dass ihr die A-Seite abdämpft. Und die hohe E-Seite spielt man bei dem, also bei der Version eigentlich auch nicht mit. Weil es sonst so ein bisschen brätzig klingt oder halt auch doof zu greifen ist, wenn man da noch den Ringfinger dazulegen müsste, bla bla. Als nächstes kommt ein G-Dur. Da lege ich jetzt nämlich einfach den Ringfinger auf die tiefe E-Seite in den dritten Bund, dämpfe die A-Seite ab, die schenke ich mir bei dem Song auch, beziehungsweise ist das in der Originalversion dann auch so. Und man spielt nur die D-, G- und B-Seite dazu. Der Vorteil ist, wenn man das so greift, dass ihr diesen Umgriff relativ schnell und entspannt hinbekommt. Und als letztes braucht ihr noch ein D-Dur, ein ganz normales. Und ein E. Eigentlich ein E-Dur. Man spielt das später oder spielen wir das auch mal als Power-Akkord. Das heißt von E-Dur eben nur die ersten drei Saiten. Und ja, das ist es eigentlich tatsächlich schon, was ihr an Akkordmaterial braucht. Es gibt in dem Song drei Riffs. Das Intro bzw. die Strophe, dann der Chorus und so ein kleines Interlude, bevor es dann in das Solo geht. Das Solo gibt es übrigens nochmal in einem Extra-Video. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und genau, fangen wir einfach an mit dem Hauptriff. Wichtig bei dem Song ist es jetzt, dass der davon lebt, das ist wichtig zu wissen, dass alles synkopiert ist. Das bedeutet, die betonten Zählzeiten sind nicht auf schweren Zählzeiten, 1, 2, 3, 4, sondern auf Unzählzeiten. Das merkt man gleich am Anfang. Es geht los mit einem Auftakt. Und zwar ist es, geht es los mit A-Dur. Und das ist dann 1 und 2 und 3 und 4 und... Was man jetzt bei E-Gitarre oft macht, ist, dass man, oder zumindest auch bei AC/DC, dass man alles als Downstroke spielt. Das heißt, ihr macht keinen Wechselschlag bei dem Song, sondern spielt alles mit der rechten Hand. 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und wichtig ist auch, dass ihr das eben nicht ausklingen lasst, sondern dass ihr ab nach der 4 und die Saiten abdämpft. Das könnt ihr zum einen mit der rechten Hand machen, dass ihr eben die Hand auf die Saiten legt, oder ihr nehmt mit der linken Hand den Druck von den Saiten und legt vielleicht noch die anderen Finger auf die Saiten, damit die abgedämpft werden. Das ist vor allem bei dem Riff wichtig, weil davon lebt ja der AC/DC-Sound so ein bisschen. Das heißt, ich mache nochmal die Zerre an. Es soll nicht so klingen, sondern
Und damit der letzte abgedämpft ist, kann man eben sowohl die rechte Hand auf die Saiten legen, als auch mit der linken Hand die Saiten links auf dem Griffbrett abdämpfen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Im zweiten Takt dann auch wieder auf 3 und 4, 4 und, aber auf 3 und 4. D mit Fis im Bass und dann auf die 4 und den, das G. Das kommt jetzt nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und dann auf den nächsten Takt auf die 1 und 2 und 3. Dann geht's auf die, wieder auf D mit Fis im Bass. Und nochmal kurz nachzählen. 1 und 2 und 3 und, Entschuldigung, auf die 3 und geht's auf D mit Fis im Bass. Und auf die 4 und wieder auf A. Und auf die 1 auch A. So, jetzt habe ich, war gerade ein bisschen irritiert. Steht auch hier in den Tabs nochmal drin. Also die beiden Takte nochmal im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und die letzten drei Schläge in dem Takt sind dann auch wieder der Auftakt 3 und 4 und 1, wo ihr das A spielt. Also nochmal zusammen. 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3. Diese letzte 1 ist im Prinzip der einzige Schlag, der nicht synkopiert ist, sondern wo man dann auf die 1 auch wirklich ankommt. Das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit in Strophe und also in Intro und Strophe. Dann beim Übergang zum Refrain gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar spielt ihr dann den letzten Takt, also ihr spielt die ersten drei Takte so, wie es in der Strophe schon gehabt ist, und spielt aber den letzten Takt so, dass ihr nach dem 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und auf den letzten Takt auf die 1 geht ihr dann auf das E und spielt dann komplett 1 und 2 und 3 und 4 und. Einfach die ganze Zeit mit Downstrokes das E. Also da kann man jetzt entweder das E als Dur-Akkord oder ich würde das aber eher als Power-Akkord spielen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist so die kleine Variation. Und dann geht's in den Refrain. Der Refrain besteht jetzt aus einem Akkord im Prinzip nur mehr und einer bisschen anderen Akkordabfolge. Ich spiele auf die 1 ein A-Dur, 1 und 2 und auf die 3 wieder, 1 und 2 und 3 und, dann auf die 4 nochmal nur die A-Seite als Basston, 1 und 2 und 3 und 4 und, auf die 4 und spielt ihr ein D-Dur, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Auf die 1 und die 2 nochmal D-Dur, 1 und 2. Und dann machen die oft so Zwischenakkorde, sage ich mal, wo einfach nur die mittleren beiden Saiten leer angeschlagen werden. Das sind quasi so. Das sind, also ich würde es gar nicht so irgendwie als Akkord deuten, das sind einfach so Zwischenschläge, damit man da was hat. Als nächstes kommt nämlich G-Dur und D mit Fis im Bass und auf die Zählzeiten 3 und 4, also auf die 3 das G, auf die 4 das D mit Fis im Bass und zwischen dem, also auf die zwei, Zählzeit 2 und spielt ihr jetzt einfach so einen kleinen offenen Akkord. Ich mache da gerade ein größeres Thema draus, als es ist, weil es irgendwie, weiß nicht, es ist schwer zu erklären, weil ich immer Fragen angeguckt werde, wenn ich diese Zwischenakkorde erkläre. Also ihr kommt aus der 1 und 2, 1 und 2,
spielt dann im Prinzip nur die D- und die G-Seite leer und dann auf die 3 das G und auf die 4 das D mit Fis im Bass. Das war's schon. So, so einfach lässt sich das erklären. Im Kontext nochmal so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... So. Ach, man, warum einfach, wenn es so umständlich geht? Das wiederholt sich jetzt 3 Mal insgesamt und beim 4. Mal wiederholt es sich so ähnlich, nur dass ihr auf dem D stehen bleibt. Das heißt, ihr macht 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und dann auf die 3 und 4, 4 und kommt, ist wieder der Auftakt zur Strophe quasi. So. Das sind schon Strophe und Refrain, mehr ist das gar nicht. Ihr seht die Tabs hier nochmal eingeblendet. Das wiederholt sich jetzt Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Und nach dem Refrain kommt dann dieses kleine Interlude vor dem Solo. Und dann kommt die Solo-Gitarre über, ich glaube, die Chorus-Akkordfolge. Im Prinzip ist das nur D und G-Dur im Wechsel die ganze Zeit und dann auch wieder diese kleinen Zwischenschläge, wo man die D- und die G-Seite leer spielt. Es geht los mit D auf die 1, auf die 2, so ein kleiner Zwischenschlag, auf die 2 und das G, 1 und 2 und 3, auf die 3 und wieder so ein Zwischenschlag und auf die 4 wieder das D. Also 1 und 2, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das D klingt dann aus im zweiten Takt. Und das wiederholt sich jetzt nochmal einen Takt lang. 1 und 2, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und im zweiten Takt wiederholt sich das dann, wie es hier unten steht, auf die 1 den Zwischenschlag, auf die 1 und das G, dann auf die 2 wieder ein Zwischenschlag und so weiter. Also im Endeffekt einfach das Gleiche, was ihr vorher schon gespielt habt. Ich spiele es euch einfach einmal vor mit Zählen. Ich glaube, das ist irgendwie gewinnbringender, als wenn ich euch jetzt die Akkorde alle nochmal einzeln vorbete. Einfach die ganzen 4 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 dann kommt das Solo, dieses. Das erkläre ich euch aber in einem extra Video. Das findet ihr in der Videobeschreibung oder vielleicht mal auch in einer Einblendung, gucke ich mal. Und genau, wenn ihr die 3 Sachen könnt, könnt ihr auf jeden Fall schon das Riff. Und ja, das Riff von Strophe und Chorus. Und wenn ihr Bock habt auf das Solo, guckt euch auf jeden Fall das Video zum Solo an. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials, dann besucht meinen Channel, guckt euch die Videos an, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, wenn es euch der Channel gefällt. Schreibt mir bitte immer Kommentare für Wünsche und Anregungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.